Ich darf nochmal sagen, wenn wir in die Menschheitsgeschichte schauen, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere eigene Vergangenheit als Deutsche angucken, nicht, was da geschehen ist unter Hitler, nein, das ist doch noch fataler, was da geschehen ist, aber wir können da nicht austreten und nicht, das ist einfach, das muss man sich immer überlegen, was ist der letzte Grund? Ich bin halt ein Mensch und gehöre zur Menschengemeinschaft, deswegen kann ich nicht austreten, sondern ich muss das ändern. Das haben wir geändert und in der Kirche hat sich auch sehr viel geändert. Kam das Zweite Vatikanische Konzil, gab es einen richtigen Aufbruch, da hat man viele alte Zöpfe abgestopft. Aber Herr Kretschmann, verzeihen Sie, dass wir da jetzt nicht... Aber nicht genug.